So Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr richtig auf eurem V-Server einen FTP-Zugang anlegt, beziehungsweise allgemein die Software dafür installiert. Und das alles wird natürlich wieder einmal mit Putty gemacht. Und das erste, was wir wieder einmal machen, ist apt-get update und apt-get upgrade. Nachdem wir das jetzt gemacht haben, werden wir uns jetzt VSFTP installieren. Das ist einer der beliebtesten FTP-Dienste. Dann gibt es natürlich noch ProFTPD und so weiter und so fort. Aber mit VSFTP hat man sehr, sehr einfache, kann man sehr einfach die Config schreiben und hat sehr schnell, sehr gut einen FTP-Zugang. Das machen wir also mit apt-get install VSFTPD. Und dann sucht er wieder mal nach den Dependencies. Und schon haben wir es installiert. Das geht eigentlich relativ einfach. So, jetzt müssen wir uns noch ganz schnell Nano installiert. Nano. So. Denn wir müssen jetzt eine Config schreiben. Das geht mit dem Befehl Nano. Und jetzt müssen wir raussuchen, wo die Config ist. Die ist unter /vsftpd.conf. .conf. Ich glaube, das ist jetzt richtig. Genau. So. Und dann können wir hier so ein paar Sachen einstellen. Zum Beispiel, dass wir gar nicht auf IPv6 hören. Anonymous Login solltet ihr übrigens deaktivieren, weil sonst können irgendwelche fremden Leute Dateien auf euren Server hochladen. Ich glaube nicht, dass ihr das machen wollt. So, dann scrollen wir mal nach ganz unten, denn die Standarddatei hat leider keine Einstellungen, die wir jetzt noch vornehmen müssen. Und zwar müssen wir noch reinschreiben local-enable ist gleich yes. Das ist dafür da, dass wir halt auch per lokale Verbindung drauf verbinden können. Und das andere ist write-enable ist gleich yes. So, und dann haben wir schon theoretisch die Config. Wir machen jetzt STG und X, bestätigen mit yes, drücken Enter und schon ist unsere Config beschrieben. So, jetzt müssen wir den Dienst einmal neu starten. Das machen wir mit /etc/init.d/vsftpd und jetzt Restart. So, wenn okay dahinter kommt, dann habt ihr das richtig gemacht. So, es gibt jetzt zwei verschiedene Wege, sich einen FTP-User anzulegen. Einmal einen FTP-User, der sozusagen in sein eigenes Home-Verzeichnis eingesperrt wird, und einen FTP-User, der halt auf unseren HTTP-Docs zugreifen kann, also sozusagen unsere Website administrieren kann. Ich zeige euch das auch gleich mit den Pfaden. Das ist eigentlich theoretisch ganz einfach. Wir machen erstmal einen User, der sich halt selber nicht aus seinem eigenen Home-Verzeichnis rausbewegen kann. Das geht einfach mit AddUser. So, da müssen wir jetzt einen User anlegen. Ich sage mal, der User, der nicht raus darf. Und jetzt machen wir noch eine Shell dazu. Die müssen wir später auch noch einfügen. Das ist die bin/false. So. Jetzt geben wir dem User noch ein Passwort, meine ich. Ist schon relativ spät, deswegen kann es sein, dass ich ein paar Verspäter habe. Versprecher. Och, Mensch. So. Dann gibt es noch die zweite Möglichkeit. Und zwar die, dass wir halt auf www-Data zugreifen. Das machen wir damit, dass wir den User in die www-Data-Gruppe reinpacken. Das heißt, er hat dann auf diesen Ordner mit var www halt auch Zugriff, Schreibzugriff. Und wenn das immer noch nicht klappt, dann machen wir halt mit chmod die Berechtigung hinzu. Das heißt, wir geben jetzt hier, machen wir wieder AddUser ein. Ich sag jetzt einfach mal, der User heißt Donovan. So, der gehört in die Gruppe www-data. Dann bekommt er hier wieder, machen wir wieder die Shell. So, also wie gesagt, wir packen den jetzt in var www slash, ach komm, machen wir einfach. Ah doch, machen wir HTML. Dort ist nämlich unsere index.html, wenn wir standardmäßig ein Apache aufgesetzt haben, können wir das nämlich gleich auch direkt sehen. So, und dann machen wir no create home, dass er kein anderes Heimverzeichnis kriegt. So, dem geben wir natürlich jetzt wieder ein Passwort. Gut, und jetzt müssen wir noch einmal ganz kurz die Shells editieren. Das macht ihr mit nano /etc/shells. So, und da müssen wir jetzt noch reinschreiben /bin/.
So. Und jetzt haben wir unseren User Donovan für den Ordner war www.html bereitgestellt. Und jetzt testen wir mal ganz kurz, ob es funktioniert. Also das ist hier bei mir der Fall. So. Bei euch müsst ihr natürlich eure IP-Adresse eingeben. Ich benutze übrigens FileZilla. Es gibt natürlich auch noch andere Clients, wie zum Beispiel WinSCP. Damit könnt ihr es auch sehr gut machen. So. Jetzt geben wir noch das Passwort ein. Und wir sehen hier unsere index.html. So, ob wir die jetzt löschen können, ist natürlich eine andere Frage. Beziehungsweise wir gucken mal, ob wir überhaupt irgendwas erstellen können. Zum Beispiel einen Image-Ordner. Genau. So, jetzt haben wir zum Beispiel gerade dieses Problem, dass wir keine Berechtigung haben. Das können wir ganz einfach machen, indem wir chown-r. Jetzt sagen wir den Benutzernamen. In dem Fall ist es hier bei mir Donovan. Und dann sagen wir hier war www.html. Ich glaube, ich muss ein großes R schreiben. Ich war mir nicht ganz sicher. Ja, genau. Ein großes R. Und jetzt können wir auch ein neues Verzeichnis erstellen. Das nehmen wir zum Beispiel jetzt mal Image. Wir können eine neue Datei erstellen. Das mache ich jetzt auch nochmal ganz kurz. Index.php. Ja. Und damit könnt ihr euch jetzt auch mit anderen FTP-Clients einloggen. Wie gesagt, WinSCP oder NPFTP, also von Notepad++, die FTP-Methode. Ihr könnt euch mit NetBeans einloggen und so weiter und so fort. Wird alles unterstützt. Und ja, das ist der Weg, wie man das machen kann. Jetzt können wir das nochmal mit dem anderen User versuchen. Ich hatte den ja gerade eben hier, ich muss nur ganz kurz gucken, wie der heißt. Ja, genau. Der User, der nicht raus darf. So, machen wir hier eine neue Verbindung. Und jetzt seht ihr, er ist jetzt hier in seinem Home, aber wir können jetzt hier keine Sachen bearbeiten. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel, Moment, machen wir hier, haben wir jetzt irgendwelche, genau, hier haben wir jetzt Dateien zum Beispiel, die kann ich jetzt nicht einfach so löschen. Also er kann zwar rausgucken, aber er kann halt nichts machen. Das heißt, er ist jetzt in seinem Home-Verzeichnis sozusagen eingesperrt und kann hier irgendwelche Sachen halt machen. Das ist ziemlich gut für Game-Server zum Beispiel. Dann kann man nämlich genaue FTP-Zugangsdaten für einen Game-Server, den man zum Beispiel aufgesetzt hat, einsetzen. Dann muss man halt nicht direkt das HTML-Laufwerk, das Web-Laufwerk nehmen, sondern kann dann zum Beispiel den Pfad für den Game-Server nehmen, um dann zum Beispiel Config hochzuladen oder sowas. Ist halt sehr gut für Game-Panels. So, ich hoffe, dieses kleine Tutorial hat euch geholfen. Entschuldigt bitte meine Versprecher, es ist wie gesagt jetzt Mitternacht. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet und bin ziemlich fertig, deshalb. Ja, und dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende, falls ihr das Video heute noch guckt. Oder je nachdem, wann ich das hochlade. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, bis dann, tschüss, ciao und auf Wiedersehen.